ist brutal schwer, wirklich das zu beantworten. Ich bin leider noch nicht in den Genuss gekommen, einen Titel zu holen. Deswegen hebe ich mir den schönsten Moment vielleicht für die heurige Saison auf. Puh, ja, zum Glück auch noch kein Finale verloren. Also ich glaube, das wär dann schon sehr traurig. Ich habe einmal einen Gegenspieler in einer Aktion unabsichtlich verletzt. Der ist dann längere Zeit ausgefallen. Das war schon unglücklich, weil es total, wie gesagt, eine unglückliche Situation war. Aber es ist aus der Welt geschaffen und von dem her war das eigentlich bis jetzt so eigentlich der traurigste Moment. Zurzeit ist eher so, dass die Freundin kocht und ich bespaß zurzeit die Kleine dann. Ich genieße die freie Zeit zu Hause sehr, zurzeit mit meiner Tochter und auch mit meiner Freundin und ich überlasse das Spielfeld, den Herd meiner Lebenspartnerin zurzeit. Ich kann schon kochen, also ich mache es auch gerne. Ich habe früher, wo ich noch alleine gelebt habe, so und so oft selber gekocht. Meine Spezialität ist Reisfleisch, aber das kennt ihr Schweizer leider nicht. Zu meinen Jugendzeiten war es immer ein Spieler bei meinem Heimatclub Sturm Graz. Das war der Markus Schopp. Er hat auf der gleichen Position immer wie ich gespielt. Aber dann so mit der Zeit, mit dem Alter, hat man nicht mehr so ganz klare Idole. Also ich habe es halt nicht und ich schaue mir einfach von den besten Spielern so viel wie möglich es geht ab und probiere einfach alles in mein Spiel ein bisschen einzubauen. Sehr viel also. Ich habe zum Glück zwei österreichische Nummern und Schweiz, also ich bin doppelt abgesichert, wenn einmal der Akku leer ist, von dem her ohne Telefon geht fast nichts. Vor Schlangen, also Angst, die machen mir unheimliche Angst eigentlich. Also sobald eine irgendwo in meiner Nähe ist, könnte ich sprinten, so schnell es geht, Hauptsache weg. Also Schlangen sind für mich was ganz was Schlimmes. Sehr viel, also ich hab einige. Für mich hat jedes Tattoo auch eine Bedeutung. Ich halte jetzt nicht so viel einfach willkürlich Sachen zum Tätowieren, was einem nichts bedeutet, aber das ist jedem freigestellt. Mir bedeuten meine Tattoos sehr viel und würde auch keines, oder ich bereue auch keines, was ich gemacht habe. Puh. Brutal, brutal schwere Fragen sind das. Vielleicht mit einer Sportpersönlichkeit, vielleicht in Österreich. Hermann Mayer ist eine Riesenlegende in Österreich. Vielleicht einmal in seine Rolle schlüpfen. Österreichischen Volks-Rock'n'Roll. Fantastisch! Ich glaube fliegen. Ich würde mir dann extrem viel anschauen. Bin ein sehr neugieriger Mensch, also würde, glaube ich, fliegen wie der Superman ganz gut passen. Ich habe eigentlich bis jetzt nur mit Freunden eigentlich getauscht, so mit anderen Vereinen habe ich jetzt eigentlich noch gar nicht so oft getauscht. Also mit guten Freunden habe ich schon das Vergnügen gehabt, tauschen zu können und da möchte ich jetzt eigentlich keinen herausnehmen, die bedeuten mir alle gleich viel. Ja, sehr viel. Es ist meine erste Auslandsstation. Die Stadt erinnert mich, wie gesagt, sehr an Graz, das habe ich jetzt schon sehr oft betont. Mit meiner kleinen Familie fühle ich mich jetzt sehr wohl hier und von mir aus könnten wir ruhig noch länger hier bleiben.